Hallo, herzlich willkommen zu Dark Souls 2, weitergespielt Nummer 4. 14 Billion Tower Games, 5 ist Atto, ich bin nicht Dennis Brot, das ist Atto. Normal. Und heute eine gesellige Runde mit Tee. Ist das nicht sogar weitergespielt Nummer 5? 6. Ich weiß es nicht, egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt überlegt, da die letzten Dateien bis auf den Bossfight gegen Sin weg sind und wir ein bisschen hinterherhängen mit den DLCs, machen wir jetzt einfach mit dem nächsten weiter. Wir wollen das eigentlich alles mit Schildkrötenbrot nochmal spielen, aber wir konnten uns leider nicht mehr zurückhalten, das neue DLC zu spielen. Nee. Sind wir mal ehrlich, wir sind der Real Green Tower Games und darum geht's jetzt weiter. Das ist nicht schlecht, das sagen wir jedes Mal. Das ist unser Motto, nur darum heißen wir so. Das haben wir nicht einfach nur bei Google Bilder gemacht. Okay. Gut. Ich bin fucking gespannt. Fucking gespannt, ja. Wir auch. Ich spreche schon mit ihm und mir. Ne. Dann wollen wir mal rein da in die Lavagrube. Achso, wir waren hier bei dem Urfeuer nach diesem Magma-König, nach dem alten Eisenkönig. Mhm. Ne? Weil das heißt ja auch so, das DLC. Krone des alten Eisenkönigs. Jetzt suchen wir seine Krone, weil die hat er leider in der Lava verloren. Gut. Und da er kein geborener Tieftaucher ist, müssen wir das halt machen. Oh Gott! Oh nein! Oh Gott, könnt ihr nicht schon mal chillen? Ich dachte am Anfang erstmal so schöne Tür. Schon viel zu viele Möglichkeiten. Aber schon wieder so auch storymäßig was an der Tür. Sind zwar nur drei Bilder, eine Story, aber. Frau voraus, okay. Da ist schon mal jemand gestorben? Ich kann das nicht. Ach, das sind die Gräber hier schon mal. Das kennen wir ja schon. Blitz deshalb rollen. Ja. Gegen was kämpft er bitte hier? Kann man das da rausholen? Keine Ahnung, hat er sich den alten Eisenkönig mitgenommen? Ja, und das sind wieder diese useless Tipps, die überhaupt nichts bringen. Es stand hier vorne an der Tafel irgendwas mit Versuchungen und dunkles Kind der Finsternis und so ein Scheiß. Darum haben wir auch voll Bock jetzt hier. Richtig Bock. Mhm. Ohne Wasser, ohne Weg. Mhm, das klingt super sympathisch. Oh ja, komm, lass mal ein bisschen tiefer. Naja, Gott sei Dank geht's nach oben. Ist mal wieder voll unlogisch, aber. Ne? Hä? Achso, ja, Entschuldigung. Ja, fangen wir doch einfach mal mit einem Boss an. Nebel an. Bitte bleib weg. Mm. Hä? Ist das da Schnee? Mhm. Ich dachte ein Lavagebiet, aber. Vielleicht ist das auch einfach Asche. Sag das den Leuten von Game One bitte mal. Wieso? Ich weiß nicht, die fanden das doof, dass da Schnee ist, nachdem man in einen unlogisch, weil das ist jetzt sehr unlogisch, dass wir nach oben gefahren sind. Ne, man hat das Haus ja von außen gesehen, dann ging es nicht mehr nach oben. Und dann haben die gesagt, dass da auch noch Schnee ist und das ist ja nicht wahr. Nee, wenn das ein Vulkan ist, der da ausgebrochen ist, dann ergibt Asche auch noch voll Sinn. Ist das der Heideturm? Nee, ne? Nee. Schade, den fand ich immer cool. Gleich hat er das gemacht. Nur weil du damit angefangen hast. Ja. Das ist übrigens sehr eindeutig Asche für mich. Ja. Keine Ahnung, vielleicht meint ihr auch was anderes, aber ich bin auch einfach nur doof und gehe jetzt hier hoch und. Ja, ich meine, guck mal hier. Blut, 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 Blut. Hi. Toter Mann, hoffe ich. So, stehen die jetzt alle wieder auf, wenn ich das da aufnehme? Was ist das da? Das ist eine Apparatur. Achso, okay. Die Kette betätigt. Bedingt. Nee, das ist ein toter. Ja, ja. Irgendwas mit einer Hand. Oh mein Gott. Wieso sollte ich das jetzt nehmen? So passiert was, wenn du. Oh mein Gott, die wollen noch nicht, dass ich über die Kette laufe, oder? Schmelzerkeil mal 6. Das ist ein Werf-Item, wa? Zerstört den Aschegötzen. Aschengötze. Asche. Nadalia. Ist Nadalia die nächste Tusse?
Ich hasse diese Bitches. Können wir ja mal. So. Laufen wir mal ganz gepflegt hier einfach über so eine Kette rüber. Aber guck mal, wenn die so alt ist, ne, warum sollte die jetzt kaputt gehen? Ich meine. Ja. Total sinnlos. Vielleicht wird das getriggert. Guck mal, wie das aussieht. Sowas werde ich nicht mehr von mir geben. Sehr schön. Nebelturm. Oh, guck mal, das ist doch schon gnädig. Ja. Das war beim ersten auch nur so. Und dann gab es nur noch ein, zwei. Also für mich nur eins, weil ich das am ersten Durchlauf nicht gefunden habe. So, hier bleiben wir. Fertig, ne? Schild. Das andere Schild. Anvisieren. Ja, genau so. Das ist das erste Mal das gemacht, was ich schon immer wollte. Oh mein Gott. Mein Make-up. Und jetzt hau rauf. Ja, weiter, nicht aufhören. Und jetzt musst du links den Fahrstuhl runter. Vielleicht habe ich da schon alles geguckt. Ist egal, wir machen jetzt den letzten Riesen. Da hätten wir nämlich letztes Mal erst aufhören dürfen. In den letzten zwei Sessions. So, da ist jetzt noch ein Feind vor dem Boss. Hier links auf der Seite steht er. Siehst du, er guckt zwar die Decke an, aber er sieht dich. Wenn du nicht anvisiert, kannst du nicht nach hinten gehen und gleichzeitig schlafen. Visier den bitte an. Visier den bitte an, dann guckst du auf der Seite. Visier ihn nochmal an. Du musst den Stick reindrehen. Welchen? Den Guck-Stick. Okay. Nicht den Laufstick, den Guckstick. Okay, spar dir die Flakons. Nimm lieber einen Stein. Ja. Ja. Ich habe nichts anderes gedrückt. Okay, ich habe einfach ganz lang. Jetzt wechselt es genau. Und jetzt das Schild wieder reinnehmen. Okay, jetzt kannst du da hinlaufen. Dies zu. So. Und da drin ist jetzt der letzte Riese. Und den tötest du jetzt. Ich hab diese geilen Videos vergessen. War im DLC nie, ne? Ich hab vergessen, wie der aussieht. Hier kannst du immer Mitleid jetzt mit dem Wasser machen. Ja, aber guck mal, was machst du? Warte. Mal sehen, wie lange du noch mit dem mitfühlst. Ich hab Angst, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Erstmal nur rumlaufen und ausweichen. Nicht in die Ecke stellen, das ist ein ganz böser Fehler. Und immer gucken, wo der Boss ist. Wir sehen am besten an. Ich will das nicht. Oh, darfst seine Hand nicht schlagen, wenn er gerade zuhaut. Okay, renn in die andere Richtung zu uns, ja genau. Und jetzt benutzen Flakon. Ich weiß nicht, was er da gerade macht, aber es ist eine perfekte Chance. Okay, weiter. Immer anvisieren, immer Schild hochhalten und dabei rumlaufen. Ja, jetzt könntest du zuschlagen können. Okay, rein. Du siehst ihn nicht, das heißt, du kannst sie ausweichen. Hau zu! Oh. Ganz ruhig. Du läufst bis jetzt wunderbar. So. Solange er sich noch nicht den Arm abreißt, ist noch alles okay. Ich hab vergessen, dass er sich den Arm abreißt. Jetzt kannst du zuhauen können. Kannst du auch einmal noch machen. Jetzt geh weg.
Ja, sehr schön. Jetzt wieder ein bisschen in seine Range gehen, damit er zuhaut, ausweichen und zuhauen. Ja. Stopp. Ja, perfekt, perfekt. Und weiter so. Einmal und weg. Naja, aber ich würde sagen, das war ein grandioser erster Versuch. Ich kann sie nur loben. Ich kann damit nicht umgehen. Sag was Böses. Sag, dass ich das war scheiße. Oh Gott. Ich habe übrigens eine Abneigung gegen Zahnräder. Eine Zahnradphobie? Muss ich da jetzt so einen Bolzen gegen werfen? Ich versuch's mal, ne? Jo. Also ich finde Fernkampf gerade nicht so unsympathisch. Ich hab Tränen in den Augen, ich weiß nicht. Hast du das Labern wieder? Kann ich nicht benutzen. Wieso, kann ich das nicht benutzen? Ich habe voll erwartet, dass man die benutzt. Das kann man aber verstehen, wenn man das hören würde. Ich kann ihn nicht mal anvisieren. Das ist sein Thron gewesen, ne? Mhm. Untersuchen. Okay, dann versuche ich es gleich nochmal. Geil. Höhle der Aschenbrockner da. Das ging schnell. War das gerade der Endboss? Ja! Noch ein DLC durch. Und das war's dann auch wieder. Bin ich gerade doof? Ja. Kleines Seelenfragment. Lies mal bitte vor. Seele der Aschenbraut Nadalia, die ihren Leib aufgabe um den Nebelturm und den Nebelturm durchstreift. Als Nadalia in dieses Land kam, war der König, den sie suchte, verschwunden. Entmutigt gab sie ihre eigene Seele auf und klammerte sich an die Erbstücke des alten Königs. Dies ist nun ein Fragment der Seele. Es kann in diesem Zustand nicht verwendet werden. Ne? Puzzeln! Ja, wahrscheinlich sind es noch fünf. Tja. Das ist ein Fahrstuhl, wa? Aber ohne Fahrstuhlmusik. Wenn ich das schneide schon. Oh. Doch kein Fahrstuhl. Vielleicht soll ich einfach aufs Zahnrad springen. Steen! Alter Pflanze. Okay, bis jetzt gab's nur so einen komischen Typen als Gegner, ey. Voll komisch. Jetzt mal gleich alles voller Untote. Oh Gott. Oh, da unten ist das Ende. Der kleine Punkt da. Siehst du nicht mehr? Brauchst du eine Brille? Ich brauch eine Brille, ja. Aber ich war gerade einfach zu genervt, um das zu sehen. Du kannst da rausgehen, ne? Denkst du, ich springe da jetzt runter? Hier labert schon wieder jemand. Dann ist das schon wieder so ein Viech. Riese, aber Loch. Riese finde ich nicht gut. Und Loch auch nicht. Jetzt hat er es Waffen. Okay, diesmal ist ein neuer Gegner. Oh Gott. Die stehen jetzt auf zwei Hand. Habe ich mich eh schon gewundert. Backstabben bitte. Hallo? Warum habe ich es zweimal nicht geschafft zu backstabben? Alter, der ist voll cool, ne? Ich habe mich voll gefreut, weil ich den voll geschafft. Nee, ich fand den anderen cooler beim ersten DLC. War er auch, aber ich war Wir dürfen nicht über das erste DLC reden, weil wir zu doof sind.
Ich hab mir kaputt getreten. Oh mein Gott, da rollt sein Kopf. Hier bin ich mal auf. Guck mal, ist sogar gut gewesen. Ne? Kriegst du eine Seele, wenn man. Also immer, wenn man die Aschelklumpen sieht, einfach drauf rumlaufen, da kriegt er was für. Oh, warum bin ich weitergelaufen? Guck mal, mein Stein. Ich finde das sehr scheiße, dass man den nicht backstabben kann. Mhm. Das finde ich irgendwie auch unlogisch. Jetzt auch. HP? Ja. Welcher HP? Wer braucht denn HP? Oh Mann. Ich wohne hier. Entschuldigung. Ich möchte, dass das funktioniert. War komisch. Kohleartiges Rad. Ja, das ist für aufs Schwert pumpen, ja. Einmalig. Weißt du? I know, but... but I changed the language. Ich muss beim Tee trinken, ich spreche Englisch. Hilfe! Was war das? Jetzt aber, komm. Ich finde das scheiße. Na, Gott sei Dank sterben die schnell. Hä? Was war das denn? In einer völlig falschen Position? Sind die falsch gezögert? Und darum geht das nicht? Ich muss das von der Seite machen. Kleine Oberhose von mir. Ach, das war das. Das war noch so. Das war noch so ein Ding. Echt? Das war aber größer als das andere. Ach, die werden nicht mehr größer und am Ende ist das Endboss. Das glaube ich nicht. Hatten wir sowas schon mal? Ist das das? Ah. Mhm. Mhm. Gut hier eigentlich, ne? Gut hier. Gut hier. Gut hier. Hä? Hä? Hast du auch erwartet, dass das der Raum ist, in den ich eben reingeguckt habe? Ja. Ja, das ist ein bisschen komische Architektur. Ich hab gerade gedacht, du springst Fels. Runter. Springst Fels. Gegenstand voraus. Irgendwie so ein Knast hier. Erinnert mich auch mega heftig an den Feuertempel von Ocarina of Time. Diese ganzen. Der erinnert mich mega Gitter. An. Wassertempel von Twilight Princess. Entschuldigung, das hat mein Körper nicht vertragen. War das jetzt eine ganz scheiß normale Sense? Und dann auch noch diese komischen Sensen, wie hier? Nee, aber beim Feuertempel bei Ocarina of Time sind nicht nur diese ganzen Stangendinger. sondern auch in der Mitte so ein Pfahl, den man immer weiter runterhauen müsste. Nee, das ist bei Majora's Mask. Prismastein! Der Ausgang ist auf der anderen Seite. Ich war voll überzeugt, dass der da. Ich muss animieren, sonst bringt weglaufen. Dann hast du nur keinen Deckel. Oh, jetzt hat er nicht gekontert. Das ist natürlich mies. Das war ein harter Shit. Ja. Ne? Ja. Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass ich die verloren habe beim Ding. Hm. Wie viel hatte ich? 50? Hm. Nein, du hattest schon irgendwie 100 einmal. 100, boah. Wow.
Nein, keine Ahnung, wie viel. Das ist wahrscheinlich sogar mehr. Nicht zu hauen, wenn er das Schild oben hat, ne? Mhm. Er hat ein Atemproblem, ne? Das ist hier unten schlechte Luft. Nein, mir geht's hier so, ja, mir geht's gut. Aber dafür, dass ihr zwischendurch getalkt habt, ne, echt eine schöne Runde. Mit dem HP. Ich würde jetzt sagen, benutze Menschlichkeit, um wieder Full HP zu kriegen, aber dann rufst du irgendwelche Leute. Das war unfair, das war nicht mal meine Schuld, das war nicht meine Schuld. Doch, du hast ihn anvisiert, du hast ihn nicht gesehen. Wenn man ihn nicht sieht, kann man nicht auf seine Angriffe reagieren. Du hast dich aufhören anzuvisieren, das ist so. Mhm. Siehst du gut, dass ich keine Menschlichkeit benutzt habe? Ja, aber dann wärst du jetzt noch nicht tot. Hättest du noch HP. Ein Stock. Ein Stock. Elektrischer Stock. Ihr Stock. Ich hab nicht gedacht, dass das nochmal passiert. Ich hab doch nicht. Oh mein Gott, was hab ich gemacht? Zweihändig. Das wollte ich nicht! Ich hab das nicht gedrückt. Du hast Y gedrückt. Nein, ich hab Y nicht gedrückt. Doch, hast du. Sonst wärst du nicht zweihändig auf einmal. Das passiert nicht einfach. Doch, das passiert einfach. Nein, das war ein Glitch. Das ist mir noch nie passiert. Oh, guck mal, erster Schlucker. Super. Ich will nicht weitergehen, wenn ich den Gegner gerade gesehen habe. Der hatte einen Bogen und ein Schwert und ist da komisch lang geschwebt. Dings. Ich hab Angst. Ja. Hä? Ich war so davon abgelenkt, dass hier alles voller Truhen war. Das hat sich gelohnt. Habe ich noch irgendwo was übersehen? Hier ist alles voller Truhen. Dann denkt man nicht mehr, dass da noch eine richtige Truhe ist. So. Weißt du so? Ja, habe ich verstanden. Mann, ich will das verstehen. Was? Was sie sagt. Da sind noch andere Gegner dabei. Und da auch. Vielleicht tötet der Flammenangriff die auch. Vielleicht nicht tötet, aber vielleicht macht er ein bisschen Damage. Cool, hier sind nur zwei. Nur dafür, dass die so wenig einstecken, teilen die ganz schön aus. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich kenne die Angriffe noch nicht, die fuchteln immer so scheiße durch den Leben. Oh fuck, der andere wird mich jetzt auch noch von der Aussage. Und wann gibt denn der andere Aussage? Das muss ja passieren. Noch etwas Tee? Ganz wichtig. Fruchtig im Abgang. Es ist schwarzer Tee, Mann. Scheiß auf den Ring, ne? Yeah, warum ist nicht zu lauen? Mhm.
voll die perfekten Möglichkeiten, um anzugreifen. Du lebst noch. Lauf weg. Damit sein Flakon. Und weiter. Ich hatte übrigens welche. Ja, toll. Das ist hier jetzt nicht mehr. Bam. Und stopp. Und weiter. Einmal. Einmal. Hat schon einen Grund, dass ich das sage. Ja, ist gut. Guck mal, man sieht, dass die Flasche grün ist. Ja, stimmt. Könnte man nie darauf geachtet. So, jetzt stürme einfach rauf und mache ich platt. Ja, nicht die Wand hauen, nicht zweimal die Wand hauen. Dann ist das nicht die beste Idee. Anvisieren, ne? Controller ist so hübsch. Yay. Jetzt roll mal in ihn rein, wenn er zuschlägt. Ja. Jetzt haben wir noch ein bisschen aber kann ich. Achtung, weg! Oh, ja, hast du schon gemacht. Gut. Guck ihn an! Ja, greif an. Und weg. Und hin. Ihn hat was am Fuß gekratzt. Bei dem Angriff kann man nicht mehr zuhauen. Bei dem nicht. Oh Gott. Warte erstmal. Like I said. Ja, weil das Warten hätte es gebracht. Ja, weil du läufst langsamer, wenn du einen Gem benutzt. Du hättest weiter nach rechts gehen können oder rollen können oder irgendwas machen können. Du kannst ja auch nicht dein Schild hochhalten dabei. Mit dem Backstabben finde ich ein bisschen schade. Schade. Das war auch mega scheiße, wenn man das machen kann. Ganz ruhig. Du kannst es einfach nicht. Nein, das war nicht genau die Mitte. Das war viel zu weit rechts eigentlich. Kann ich jetzt auch nur den einen triggern? Das ist ja cool. Nee. Nicht cool. Ich bin gar nicht da. Das wollte ich nicht. Nicht gewohnt. Hä? War das letzte Mal auch drei? Mhm. Wie hab ich denn das gemacht? Ganz vorsichtig. Weil ich wollte jetzt mal mehr mit sowas arbeiten, oder? Mit sowas. Nein, ich kann das nicht mehr. Mit sowas! Hätte das jetzt nicht geklappt. Warum soll ich denn kohleartiges Herz benutzen? Jetzt könnte ich das Gift von DLC davor benutzen und dann könnte ich das kohleartige Herz beim nächsten DLC benutzen. Komm, geht doch. Die ganze Zeit heulst du das mit dem Backstab. Tut mir leid. Puff. Der hat es verdient. Wenn du das sagst. Der sieht voll sympathisch aus, oder?
Bin jetzt im Knuddeln, ey. Knuddeln. Nee, doch nicht. Bestimmt das Bild, den die da macht. Ist ja so ähnlich wie ein anderer, aber irgendwie mit mehr so Magma-mäßig, ne? Mhm. Es gab, den gibt's hier gar nicht. Bei der Dark Souls 1 gab es so einen Magma-Ball, den man geworfen hat. Der hat dann zwar nicht so viel Damage gemacht, aber dafür dann da so eine Zeit lang so Magma auf dem Boden gelassen. Das war ganz cool. Vielleicht gibt's den hier ja auch noch. Ist in eine andere Sprache, glaube ich. Ja, Englisch. Denke ich nicht. Na, jetzt kommt er rein. Ich kann es echt nicht mehr. Naja. Tschüss! Jetzt will ich den Klaus da hinten noch. Da ist auch noch einer. Genau dann, wenn ich losstürme, ey. Hä? Oh mein Gott, die sind nur voller Asche. Ich hab nicht genug Ausdauer für die. Falsche Richtung gerollt bin. Oh, sag mir bitte nicht, dass du die hochklettern kannst. Ja, wie nimmt man die? Weiß auch nicht. Versuch du mal. Nee, lass mich jetzt. Nein, ich will. Du kannst das auch nicht. Ich geh wieder. Lass mich das machen. Okay. Schlägt von der Seite? Ganz niedlich. Schade, dass ich den Sprung nicht überlebe. Sonst würde ich jetzt den. Ey, der ist einfach weg. Jetzt geh doch mal weg. Jetzt will ich nicht mehr. Ich schon. Warum ist eigentlich scheiße dafür? Ich versuch's mit der Leiter. Immer in dem Moment, wenn es gut wäre, greift er irgendwie nicht an, sondern läuft scheiße durch die Gegend. Der kam aus dem Nix! Oh Mann! Ich kann nichts mehr.
voll keine Ehre, der Typ. Der hat es überlebt! Die aus der Asche kommen, sind heftiger. Ja. Wir haben Ascherüstung. Also aufpassen bei Aschehügeln, da kommt Ascheteile drauf. Ich hab mich schon gewundert. Was ist das eigentlich? Das macht gar keine Spells. Von deinem Level her ist das alles machbar. Man sollte nur vielleicht nur über den Fuß stehen, wenn man ein Mädchen ist. Du brauchst schon keinen Ton mehr? Nee, hab ich jetzt ja alles gehört, was es an Sounds geben kann. Zu dunkel zu filmen. Und dann kommt das abgeschrieben. Wir haben auch nicht auf nichts geachtet, ey. So. Gucken wir mal, wo wir hin müssen. So. Also. Das hier ist wahrscheinlich der Wald der Riesen. Mhm. Was ist, wenn der Endboss ein riesiger Stier ist, wenn der jetzt hier? Nee, das ist die Frau, ne? Oder auch nicht. Du hast gesagt, das ist nicht die Frau. Nee, stimmt, die ist tot. Ne? Ich hab's gerade einen Moment. Falls ihr wissen wollt, wo wir sind. Nee. Was auch immer sowas. Okay. Das ist die Versuchung, ne? Ich muss unbedingt nach unten. Ich springe einfach hin. So habe ich mir das vorgestellt und ausgeführt. Und so ein großer Typ lässt so eine kleine orangene Blüte fallen. Die hatte MH. Ich versuche jetzt einfach erstmal irgendwie durchzukommen. Und scheiß auf Verkommens. Ich würde jetzt eigentlich eher einen Stein benutzen, aber die spare ich mir lieber. Wer weiß, vielleicht gönnen sie mir ja doch noch ein Leuchtfeuer. Okay, da komme ich nicht wieder zurück. Das lassen wir mal. Was ist das da? Was sind das für... Die sehen so grünlich aus. Sind die immer so grünlich? Mhm. Nee, du guck, das sind auch keine Verewigungs... Doch. Hä? Warum sehen die so anders aus? Vielleicht macht die Asche das voll grün. Ja, kann sein. Die Asche sieht gerade auch voll grün aus. Alter. Heftige Wolken bei Dark Souls habe ich auch noch nicht gesehen. Alter, ich will gar nicht wissen, was die da verbrennen. Mm-mm. Wahrscheinlich ganze Trottel, die hier reinkommen und versuchen, irgendwann zu töten. Die haben Fässer in der Hand. Nein. Die tragen Fässer. Oh mein Gott, das sind nur Arbeiter, töte die nicht. Die sind, okay. Sind da bestimmt fast. Ich soll euch nicht töten. Vielleicht die auch. Explodieren gleich einfach oder so ein Scheiß. Ja. Haben die Angst vor mir? Oh, das. Hey, los, werf das dann ins Feuer. Ich treib die jetzt ins Feuer. Dann müssten sie ja explodieren. Guck die.
Deinen Körper analysieren, du musst wechseln. Guck woanders hin sozusagen. Ne? Weißt du, dass du die Ziele durchschalten kannst? Das wirst du nicht, wenn du das da. Ja. Es geht hier nicht um Spaß. Achtung. Wenn du Angriffe machst, hast, kannst du heilen. Du bist reingerollt, du hättest nicht getroffen. Komisch, dass hier jetzt schon die Botschaften liegen. Normalerweise sind die auch immer erst da, wenn man es geschafft hat. Was macht er da? Ist gegen die Wand gelaufen. Die Musik ist so geil. Achtung. Yeah, nice. Achtung. Yeah, und Angriff. Ja, das heißt nicht, dass du das so fast schlagen sollst, sondern dass du hingehen willst. Ja, hau nochmal. Hau nochmal. Und weg. Also, abvisiert hast du ein Ding in der Richtung. Das ist dieser miese Nein, Zorn. Nein, nein. Jetzt, hat er, jetzt heißt das nur, dass er mehr Splash Damage hat, dass er mehr Range hat und so. Theoretisch kannst du genau so weitermachen. Nicht greedy werden, Mann. Chill dein Leben. Jetzt warte so lange, bis du deine Ausdauer wieder hast. Mach nichts mehr. Lauf weg. Lauf in diese Richtung. Schild runter und weiter in diese Richtung rennen. Und Schild hoch. Ja. Schild hoch und springen. Ich weiß jetzt nicht so, wie nah das beieinander liegt, aber... Okay. Nachdem er den Angriff gemacht hat. Also das war so knapp! Der hat dann halt mehr Range durch den scheiß Arm, ne? Eine Armlänge mehr. Okay, das kann auch sein. Wenn du das Schild hochhältst, regeneriert sich die Waffe oder nur. Dann kannst du da auch mal. Lieber immer nur einmal hauen und dafür sicherer spielen. Kannst nochmal. Kannst nochmal. Und weg. Und Flakon. Und weg. Du musst erstmal wieder in die Range kommen, damit du durchlaufen kannst. Ja, jetzt wäre eigentlich gut. Hat er sich gerade hingeschmissen? Hast du das mit. Wusstest du, dass der das macht? Nein. Du mich auch. Die Dinger. Ich will nicht wie die enden. Das ist ein bisschen sehr nah. Jetzt will ich aber trotzdem wissen, was da ist, wo es nicht zurückging.
Mm-mm. Versuchung ohne Weg. Kann ich ja machen, wenn ich irgendwann eh mich ans Feuer setzen will oder solche Sachen. Wie süß die sind. Free Souls. Oh, guck mal, das ist der Bogen. Ach, das. Wie haben die denn so einen Tod gekriegt? Ist der verbrannt? Alter, sein Schwert ist auch voll heavy. So ein Bogen. Das leuchtet so heftig, hast du gesehen? Das hatte der. Das ist so schmelzermäßig. Schmelzerschmerz. Ist auch ein Schmelzerschmerz. Okay, Bogen. Ach, genau, die haben wir auch. Warnrüstungsgroßbogen. Großbogen. Lesen Sie bitte vor. Ein von Warnrüstung geführter Großbogen. Hä, wieso von Warnrüstung? Die heißen so Warnrüstung, die Gegner, denke ich jetzt mal. Da er aus mehreren Eisenschichten hergestellt wurde, ist er beinahe schon übertrieben stabil. Derlei Rüstung war einst bloße Zierde, doch dann nahm sie der Turm herrschende schwarze Nebel an. Okay. Also ein heftig schwerer Bogen. Eigentlich nur Deko. Wie hübsch das alles ist. Da wäre ich hingekommen, ne? Nee. Irgendwann hole ich mir das. Irgendwann. Ich sag's dir. Ich vergesse das bestimmt nicht. Ah, Digga, na? Das geht so. Also, wenn ich da mein Leben lang stehen würde, würde ich die Äxte irgendwann loslassen. Nee, er muss ja Wache stehen. Ach ja. Finstergeist voraus. Oh Gott, hoffentlich ist er so nett wie Thomas. Ich habe keine Pfeile für meinen neuen Bogen, ne? Du hast aber so andere Sachen. Hexereien, Zaubereien. Pyromantie. Ich will den trotzdem mal ausprobieren. Und ich habe ganz viele Pfeile. Oh cool. Der ist wirklich ein bisschen groß, also. Pyromantie ist auch voll scheiße hier immer wieder. Kann ich den überhaupt tragen? Boah. Ach, da habe ich eh nur die Gammelpfeile, so ein Scheiß. Ah, okay, ich brauche Großpfeile. Die habe ich wahrscheinlich nicht. 60. Da ich die eh nie benutze, kann ich die jetzt ruhig wasten. Kostet zieht ein bisschen. Das ist doch ein kleiner Pfeil. Der hat was zurückgeschmissen. Okay. Wieso schmeißt er was zurück? Ich hab mich da gerettet. Der hat was zurückgeschmissen. Kommt bestimmt nicht über dieses Gitter rüber. Bogen des Verlangens, passend zum Thema. Der ist viel schöner. Klein und süß. Aber trotzdem tödlich. Welche Glocke hatte ich die? Ja. Du brauchst sie nicht mit beiden Wässer halten, die fällt schon nicht runter. Guck, ganz gut, dass ich das gemacht habe. Man wäre da zwar durchgekommen, aber da wäre noch ein Hannibal gewesen. Und der hat bestimmt die ganze Zeit mit Feuer geworfen. Hannibal? Guck mal, der läuft weg. Ne, die habe ich jetzt so getroffen. Ich glaube, bei denen ist Rollen besser als Glocken. Die ziehen heftig viel Ausdauer. Ach, fick dich doch.
das war natürlich auch. Das eben auch vergessen. Ach ja, Faustdrawn ist ja unser nächster. Da haben wir schon mal die Waffe für. Nice. Und oh. Olympian Rock. Leuchtfeuer? Der nächste Run wird hinten ran. Ja, und Faustwaffen. Und Blümchenrock. Was für eine Scheiße. Nebel, Leuchtfeuer. Alter, ich hoffe, die gehen nicht an. Man sitzt hier so ganz entspannt.